Ja, moin moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder Adler TV. Ja, wir waren gestern wieder auf den Trainingsplätzen unterwegs. Besser gesagt, wir waren bei den Profis in Travemünde unterwegs. Bei bestem Wetter haben wir uns die Trainingseinheit da mal angeschaut. Da ging es richtig zur Sache. Aber wir haben auch ein Interview geführt mit, ich will es noch nicht verraten, guckt es euch unbedingt an. Da gibt es super, super neue News in Sachen 1. FC Phoenix Lübeck. Also wir fangen an mit den Bildern vom Training und gehen dann rein zu diesen super Neuigkeiten. Viel Spaß dabei. In Phoenix Lübeck. Zweite Mal war nicht gelaufen. Kill everybody before I know it. Nein. Jungs, sollen wir einmal zusammen ganz kurz? Zeigt mal kurz eure Eier. Ja! Ja, genau. Einmal, jawohl. Für die Energie. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adler TV und neben mir sitzt unser Cheftrainer Oliver Zappel. Moin Olli. Moin mein Lieber. Wunderschöne Kulisse, denn wir haben auch wunderschöne Nachrichten, so will ich es mal nennen. Es geht nämlich um deine Vertragsverlängerung. Du hast den Vertrag verlängert, nicht nur bis nächstes Jahr, sondern bis 2026. 3 Jahre, herzlichen Glückwunsch. So sieht's aus, vielen Dank. Für einen Regionalliga-Trainer doch eher ungewöhnlich, dass er sagt, okay, 3 Jahre Vollgas, 3 Jahre Phoenix. Warum 3 Jahre? Weil wir ganz, ganz viel vorhaben und wir sind ja vor 1,5 Jahren angetreten und haben schon auf der ersten Pressekonferenz so einen ganz, ganz leisen Vorgeschmack kommuniziert über das, was wir so vorhaben. Und jetzt haben wir uns nochmal zusammengesetzt und überlegt, okay, in welches Zeitfenster könnten all diese Punkte reinpassen, und erschienen uns 3 Jahre als angemessen, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass das nachher unterm Strich alle genauso gesehen haben. Tja, und jetzt gilt es bis 2026 Vollgas zu geben, denn die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die sind schon ziemlich maximal. Willst du uns eins verraten? Ja, also Ist ja nichts Neues mehr, dass wir zunächst einmal uns strukturell in der Regionalliga anpassen müssen. Wir hängen da immer noch hinterher. Wir haben ein Stadion, das in keiner Art und Weise den Anforderungen der Regionalliga Nord standhält. Wir müssen auf alle Fälle dort richtig Gas geben. Dafür ist es aber auch genauso erforderlich, dass wir eben sportlich den Grundstein dafür legen, auch Argumente zu sammeln. Der Konsolidierungsprozess in der Liga ist abgeschlossen. Ich denke, das kann man so sagen. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr oder in dieser Saison im Speziellen genug Argumente gesammelt, die auch Außenstehende davon überzeugen, dass wir
in diese Liga gehören, dass wir auch sogar in die obere Hälfte dieser Liga gehören. Und das war unser Anliegen. Das sieht im Moment sehr gut aus und ich glaube, wir können es auch bis zum Saisonende gut bestätigen. Aber wenn man einmal da dann gelandet ist in der oberen Hälfte, dann denke ich, ist es auch legitim, dass man sagt, okay, man möchte sich Jahr für Jahr verbessern. Und wir haben zuletzt ja auch schon verlautbaren lassen, dass die dritte Liga für uns möglich wäre. Und insofern, ja, gucken wir mal, was in 3 Jahren ist. Du bist ja einer, der sich immer wieder vor die Mannschaft stellt und im richtigen Moment auch wieder dann hinter der Mannschaft steht. Ist diese Vertragsverlängerung von dir mit diesen 3 Jahren auch ein Zeichen an die Spieler, an den Staff, Sponsoren, Investoren, an alle zusammen weitermachen, hier ist was möglich? Ja, das hoffe ich doch sehr. Also es war ja auch ein ständiges Thema in den letzten Wochen und auch sogar Monaten, wie es denn um mich herum weitergeht. Und ich hoffe, dass ich jetzt den Impuls geben kann für alle Beteiligten. Wir haben jetzt genug Zeit gehabt, uns gegenseitig kennenzulernen. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich auf diesen Menschen Oliver Zappel einzulassen. Aber ich glaube, das Team, das wir jetzt auf dem Platz und vor allen Dingen auch abseits des Platzes haben, das ist durch ein Stahlbad gegangen. Ich persönlich habe auch viel gelernt in den ersten 1,5 Jahren. Ich weiß auch jetzt sehr genau, mit wem ich es zu tun habe und wie wir uns vor allen Dingen alle gegenseitig auch zu maximalen Leistungen treiben können. Dafür waren die ersten 1,5 Jahre ein guter Grundstein. Und dementsprechend hoffe ich, dass jetzt meiner Vorlage dann auch insbesondere die Spieler folgen. Denn auf die kommt es an und das ist eine verschworene Gemeinschaft. Da passt im Grunde genommen nicht wirklich ein Blatt Papier dazwischen. Und warum sollte daran sich dann irgendwas ändern? Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wie wir wissen, gab es in den letzten halben Jahr, würde ich mal sagen, mehrere Anfragen zu deiner Person. Aus der dritten Liga, ja sogar aus der zweiten Liga. Die wollten dich alle gerne an der Seitenlinie als Chef sehen. Warum bist du bei Phoenix geblieben und bist nicht in die zweite oder dritte Liga gewechselt? Na, erstmal ist es für den 9. besten Trainer in Schleswig-Holstein ja, durchaus ein Zeichen von Anerkennung, wenn dann tatsächlich Angebote aus der zweiten und dritten Liga für so einen alten Knacker wie mich eintrudeln. Natürlich freut einen das in diesen Momenten. Das ist eine Bestätigung dafür, dass man auch was richtig gemacht hat. Und offensichtlich auch der Name bei den Stationen, bei denen ich bisher tätig war, nicht so verbrannt ist, wie viele Menschen das immer denken. Im Gegenteil, also ich bekomme nach wie vor von all meinen ehemaligen Arbeitgebern immer wieder auch nette Nachrichten, Glückwünsche zu all dem, was wir jetzt hier gerade bei Phoenix Lübeck schaffen. Und um das abzuschließen, es ist schön und es ist sicherlich auch ein bisschen schmeichelhaft, aber meine Intention war es nicht, als ich mich vor 3,5 Jahren aus der dritten Liga verabschiedet habe, dann schnellstmöglich wieder in diese Liga zurückzukehren. Das hätte ich dann sehr schnell schon nach meinem Ausstieg in Groß-Asbach realisieren können. Ich wollte es aber nicht und ich wollte so ein Projekt wie Phoenix. Und darauf liegt der ganze Fokus und deswegen bin ich so glücklich, dass wir jetzt dann dieses Projekt wirklich bemerkenswert auch verlängern können, dass wir uns genug Zeit geben können, um was zu entwickeln und Nachhaltigkeit da reinzubringen. Olli, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Herzlichen Glückwunsch nochmal und dann auf erfolgreiche Jahre hier bei Phoenix. Dankeschön. Danke. So, liebe Zuschauer, wir haben einen neuen Gast und zwar der Sportdirektor Frank Salomon ist bei mir. Frank, moin. Hallo Martin. Wir haben gerade mit Oliver Zappel darüber gesprochen. Vertragsverlängerung, 3 Jahre. Nimm uns mit. Was macht das mit dir? Du warst daran sehr beteiligt, an dieser Vertragsverlängerung. Ja, das freut mich natürlich außerordentlich, dass uns das gelungen ist. Wir arbeiten jetzt seit 15 Monaten zusammen, sind angetreten mit einem ganz konkreten Plan und auch mit einer Vision für die Zukunft. Und wenn man nach 15 Monaten dann sagen kann, das lebt alles weiter, dann freut man sich und guckt hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenn man einem Trainer einen 3-Jahres-Vertrag anbietet, gibt, dann steht dahinter eine Idee, eine Vision. Wie sieht die aus bei dir? Ja, die Vision ist eben von Beginn an klar gewesen. Wir haben mit Olli einen akribischen Arbeiter, einen Fußballlehrer,
der uns sportlich dem Verein ganz viel bringt und der den einzelnen Fußballer bei uns in unserer Ligamannschaft voranbringen kann und eben so voranbringen kann, dass wir eine Mannschaft formen können, die in der Lage ist, in der Regionalliga auch ganz oben mitzuspielen. Ich habe erfahren, dass Oliver, seit er da ist, noch kein einziges Training und auch kein einziges Spiel verpasst hat bisher. Vollprofi? Absoluter Vollprofi, absolutes Vorbild, was das betrifft. Und ja, deshalb muss man auch, das ist nur ein Zeichen dafür, wie er den Fußball vorlebt. Und in der Zeit, wo den Jungs gerade in dieser Liga so viel abverlangt wird, ist das eben auch wichtig, dass sie Vorbilder haben, dass sie sehen, Mensch, wie muss ich überhaupt an die Sache rankommen, um besondere Ziele zu erreichen. Wir wollen besondere Ziele erreichen mit Phoenix. Die sind nicht zu erreichen in ein, zwei Jahren. Dass wir auf diesem Wege dorthin auch jetzt den einen oder anderen Misston einfangen mussten, ist auch nicht ungewöhnlich, weil Leistungssport, Breitensport da zusammenzuführen, ist nicht ganz so einfach. Da sind im Verein auch sicherlich die ein oder anderen Fehler passiert, aber das wollen wir besser machen, auch in der Zukunft. Und auch dafür steht Olli, dafür stehen alle Gespräche, die wir mit den Verantwortlichen hatten. Es geht weiter, es geht mit Vollgas voran mit Phoenix. Wir lassen uns nur ganz schwer aufhalten. Abschlussfrage, wie viel Überzeugungskraft musstest du einbringen, um Olli sagen, 3 Jahre, komm, ich meine, es waren ja auch andere Vereine mal an ihm dran. Das wissen wir. Ja, aber auch das gehört dann eben dazu. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir eben vor 15 Monaten gesagt haben, wir haben ein Ziel und alles, was wir bis jetzt erlebt haben in der letzten Spielzeit, in dieser Spielzeit, zeigt, dass das nicht nur leere Worte waren, sondern dass es von allen Beteiligten wirklich konkrete Ziele sind. Und wir dann nicht wie die Fahnen im Wind wehen, sondern auch Olli sagt, Mensch, selbst wenn ich jetzt auch einen vermeintlich attraktiveren Club angehören könnte, nein, das ist jetzt mein sportliches Zuhause. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir für unsere Ziele kämpfen. Prima. Frank, ich danke dir fürs Interview. Dann geht es weiter mit Oliver bis 2026 zumindest mal als Cheftrainer. Ja, das war der Beitrag von gestern. Also zuerst diese super harte Trainingseinheit. Ja, bekanntlich Dienstag ist Arbeitstag. Und dann diese News. Ich wiederhole nochmal. Oliver Zapel, unser Cheftrainer, bleibt. Er verlängert seinen Vertrag bis 2026. 3 Jahre Vollgasfußball in Phoenix Lübeck stehen damit auf jeden Fall fest. Chapeau, Olli, wir freuen uns alle drauf. Das war's von Adler TV. Bis morgen wieder. Morgen wird's wieder natürlich extrem spannend. Bis dann. Tschüss.